Hi ihr Lieben, heute wird das komplette Zimmer von Ash einmal umgestaltet. Als erstes wird dieses Bett einmal abgebaut. Und hier sind die Möbel, die da reinkommen. Hier ist der glückliche Ash. Freust du dich schon drauf? Mhm. Adrian sucht unten Akkuschrauber, dabei habe ich das alles schon nach oben gebracht. So, wir werden jetzt einmal mit Ash die ganzen Kisten hier rausnehmen und am besten ins Schlafzimmer stapeln. So viel Platz haben wir nicht, aber das muss erstmal alles raus. So, Ash hilft mir dann auch mit. Adrian ist auch hier. Genau, ich schraub das auseinander. So, die ganzen Sachen kommen jetzt auch raus. Mach kurz nochmal die Schraube, also die da locker ist wieder fest. Mach mal die Schraube fest bei mir, denn die ist die bestimmt schon seit Jahren locker. Bei Ash wird die Schraube auch mal fest. Und bei dir, Schnucki? Mach deine Schraube auch mal fest. Bei mir ist keine Schraube locker. Und wir bauen hier das Bett auseinander. Das ist nur noch der Rest. Gleich fertig. Gleich fertig. Nun geht's los mit dem Aufbau von dem neuen Schreibtisch. Mit dem Anleitungsbuch. Mit dem Anleitungsbuch. Der erste Teil ist hier schon mal fertig. Die linke Seite mit der Tür. Jetzt geht's an die zweite Seite. Auf geht's. So weit sind wir schon. Wir haben jetzt schon mal diese beiden Teile einmal zusammen verbunden. Jetzt fehlt natürlich klar, die Schubladen fehlen und die Tischplatte als auch die Tür. Der Schreibtisch nimmt einfach so seine Form schon langsam hier an. Ganz alleine. Nein, nicht ganz alleine, mit Hilfe von Adrian. Der Schreibtisch nimmt langsam seine Form an. Fehlt nur noch einmal die Arbeitsplatte oben drauf, die Schreibtischplatte. Dieser Moment, wenn dein Sohn einen besseren Schreibtisch hat als du selbst, ich meine doch nicht. Ja, hier ist die Platte drin. Die Schubladen sind fertig. Hier ist einmal die obere. Und die untere. Und Adrian ist gerade dabei, die Einlegeböden reinzulegen. Ne, Schnucki? Das ist die Tür, ne? Ja. Da ist jetzt die Tür. Hier ist ein Boden drin. Musst du nochmal drücken. Genau. Und hier wird jetzt die Tischplatte vorbereitet. Wir haben jetzt in die Löcher einmal Dübel reingesteckt und die Schrauben. Und dann kommt die Arbeitsplatte einfach hier drauf. Die Jungs sind mittlerweile auch schon da. Es ist 17:45. Hi. 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 Und wir versuchen jetzt einmal das Bett aufzubauen. Na, Ash? Sag mal erstmal, was jetzt zu deinem Schreibtisch, zu deinem also neuen, natürlich zu deinem niegelnagelneuen Schreibtisch. Dieser Schreibtisch hat eine Klappe hier zum Öffnen, da kannst du viele Sachen reinlegen und hier. Also, wir werden jetzt einmal das Bett nochmal aufbauen. Ja? Ja? Freust aber dich? Du kannst heute noch nicht da rein. Nee, noch nicht. Du schläfst auf deine Matratze. Eine Nacht lüften. Genau. Bis morgen. Ja, auf dem Fußboden. Die Matratze ist noch da. Die alte kannst du ja. Das Bett ist weg. Wurde abgeholt. Ihr Lieben, das Bett ist fast fertig. Hä? Da war jemand optimistisch hier. Komm, wir haben das Gröbste geschafft. Also die Schubladen sind alle fertig. So, und das Bettgestell ist auch schon fast fertig. Und wir sind auch schon fast fertig. Gar nicht. Es ist mittlerweile kurz vor 9. Und das Zimmer ist fast fertig. Und wir haben lecker Pizza gegessen. Habe ich selber gemacht. Das war eine Vollkornpizza. Also Weizen-Vollkornpizza. Das ist im Grunde Schwarzbrotpizza geworden, oder? Hat euch das geschmeckt? Die Schwarzbrotpizza? Und jetzt haben wir aber auch richtig Kraft gekriegt, damit wir das hier alles fertig kriegen. Allerdings ist hier noch die etwas kürzere bzw. schmalere Matratze drauf, weil die neue Matratze 2 bis 3 Tage irgendwie Luft legen ziehen muss oder so. Also die kommt erst übermorgen wieder zum Einsatz. Oder vielleicht morgen, ne? Schauen wir mal. Ich würde mal sagen, das war's auch mit meinem Video für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Hab ich gerade abgewürgt? Nein. Keinen abgewürgt. Tschüss.